Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Odo Sendai Dokai und in diesem Video bekommst du einen super Überblick über das sagenumwobene Thema 16 Bit, 24 Bit oder doch 32 Bit Floating Point. Und warum überhaupt? Ich würde dich gerne bitten, mir einen Daumen für das Video dazulassen, Noch besser ein Abo als kleine Anerkennung für die vielen hilfreichen Videos. Dann legen wir mal los. Die Bittiefe oder im Englischen Bit Depth, die du bei allen möglichen Audiogeräten und Einstellungen findest beschreibt nichts anderes als den darstellbaren oder nutzbaren Dynamikbereich. Was heißt das? Dynamik wird in der Praxis immer beschrieben als der Bereich zwischen dem lautesten und dem leisesten Sound, also die maximal gegensätzlichen Extreme, zum Beispiel eines Sounds, eines Sample Loops oder eines Liedes. Also eine sehr einfache Sache. Die Bit-Tiefe definiert einen maximal möglichen Dynamikbereich, also wie viele Lautstärkenabstufungen in diesem fest definierten Bereich überhaupt möglich sind. Und hier gibt es drei sehr prominente Werte, 16-Bit, 24-Bit und 32-Bit Floating Point. 16-Bit und 24-Bit sind Festkommazahlen und 32-Bit Floating Point ist, wie der Name schon sagt, eine Gleitkommazahl. Dazu will ich jetzt etwas weit ausholen, um dir das Basiswissen mitzugeben, damit du den riesengroßen Unterschied und die Bedeutung, zwischen Festkommazahlen und Gleitkommazahlen kennst, warum das so ist und warum das für viele Überlegungen, gerade in der Musikproduktion, eine sehr große Rolle spielt, aber vielleicht gar nicht für den Bereich, den du dir gerade denkst. Entspann dich, auch wenn es in die Tiefe geht, werde ich anschauliche Beispiele bringen, damit das gesamte Thema einfach und verständlich bleibt. Auf geht's! Bei der Betrachtung der verschiedenen Zahlen, wie Festkommazahlen oder Gleitkommazahlen, ist es wichtig festzulegen, welchen Bereich oder auch Zahlenmengen genau angeschaut werden sollen. Damit meine ich, ob zum Beispiel nur alle positiven Zahlen angeschaut werden sollen, also von 0 ab aufwärts 1, 2, 3, 15, 47, 321 oder auch die negativen Zahlen minus 1, minus 57, minus 477. Das wird nämlich später noch für eines der Killer-Features sehr wichtig. Damit können bestimmte Bereiche definiert werden, je nachdem, wie groß eine Zahl werden kann. Beispiel. Das heißt, bei einer von insgesamt zur Verfügung stehenden Zahlenanzahl von 110 Zahlen, die ich zum Beispiel zu gleichen Teilen in negative sowie positive Zahlen aufteilen kann, also von minus 55 bis plus 54, dann wird das Bias genannt. In der Informatik wird so ein gleichmäßiger Bias bei der Zahlendefinition Signed oder Unsigned genannt. Also Signed mit Vorzeichen, plus und minus oder Unsigned ohne Vorzeichen, dann nur plus. Die unterschiedlichen Zahlen minus 55 und plus 54 kommen zustande, weil die 0 als eine Art positive Zahl mitgezählt werden muss. Das kommt auch daher, da in der Informatik die Zählweise immer von 0 beginnt, also beim Zählen von 10 Zahlen. Von 0 bis 9. Ein anderes Beispiel wäre bei einer von insgesamt zur Verfügung stehenden Zahlenanzahl von 256 Zahlen der Bereich von minus 128 bis plus 127. Und noch eine kleine Zusatzinformation. Der Bias muss nicht zwingend zwei gleich große Mengen definieren. Er kann auch in unterschiedlich große Mengen aufgeteilt werden. Wenn ich die Zahlenanzahl 256 nehme, und bei meinen Berechnungen erwarte, dass die kleinste Zahl zum Beispiel minus 10 ist, dann kann ich den Bias nach oben verschieben bzw. umdefinieren, so dass ich alle 256 Zahlen in den folgenden Bereich aufteilen kann. Minus 10 bis plus 245. Somit kann ich jetzt größere Zahlen als plus 127 darstellen. Also, der Bias bestimmt, ob ich nur positive Zahlen habe oder wie ich meine Zahlen auf der negativen und positiven Seite verteile. In der Informatik sind die gängigsten Bias entweder nur positiv oder sind eine gleichmäßige Verteilung in negativ wie positiv. Nun zu den Festkommazahlen, also die 16-Bit und die 24-Bit. Eine Festkommazahl ist eine Zahl, die aus einer festen Anzahl von Ziffern vor und nach dem Komma besteht. Die Position des Kommas ist also fest vorgegeben, daher der Name. Zum Beispiel bei Preisen auf Produkten sind es immer zwei Nachkommastellen. Das war einfach. Bei den Gleitkommazahlen, also wie bei 32-Bit Floating Point, ist die Position des Kommas, wie der Name schon sagt, nicht fest vorgegeben. Das Komma kann hin und her gleiten. Aber hier ist noch ein wenig Geschichte und Hintergrund interessant. Denn allzu schnell ordnen viele Menschen diese Zahlen ausschließlich dem Computer zu, wo sie natürlich viel Anwendung finden. Aber die Gleitkommazahlen gibt es schon länger und eben nicht nur für Computer. Die erste dokumentierte Verwendung der Gleitkommaschreibweise findet sich im Jahr 1750 vor Christus, also knapp vor 4000 Jahren, für wissenschaftliche Berechnungen auf der Basis von 60, statt zum Beispiel 10 für unser Dezimalsystem oder 2 für das Binärsystem im Computer. Im Jahr 1913 beschrieb der spanische Ingenieur Leonardo Torres Quevedo erstmal die Idee der Gleitkommaarithmetik in Computern. Die erste Verwendung einer Gleitkomma-Darstellung in Computern wurde dann 25 Jahre später, nämlich 1937, von Konrad Zuse in seinen Computern Z1 und Z3 umgesetzt. Es gibt verschiedene Normierungen für die Gleitkommazahlen. Zum Beispiel, wie schon erwähnt, mit der Basis 10 das Dezimalsystem, oder der Basis 2, das Binärsystem, die erstmal 1985 in der Norm IEEE 754 und später dann in der jetzt aktuellen IEEE 754-2019 festgelegt wurden. Diese Norm ist in den meisten heutigen CPUs implementiert. So, warum braucht man diese Zahlen jetzt? Im naturwissenschaftlichen Bereich sind Zahlen oft wesentlich kleiner, zum Beispiel wie der Atomradius von Wasserstoff, etwa 0,000000000032 Meter, also eine Zahl mit 10 Nullen oder einfach 32 Pikometer. Oder wesentlich größer, wie das Lichtjahr mit etwa 9 Milliarden 460 Billionen Metern, also eine Zahl mit 16 Stellen. Oder einfach 9,46 Billionen Kilometer. Bei so kleinen oder großen Zahlen ist die Schreibweise durch die vielen Nullen oder Stellen unübersichtlich. Da hat sich dort die Potenzschreibweise etabliert, bei der die Zahl in die Ziffern und die Kommaverschiebung zerlegt wird. In dieser Schreibweise sind die Zahlen deutlich kürzer und einfacher zu lesen. 32 mal 10 hoch minus 12 für 0,0032 000 000 000 000 Meter. Mit den 10 Nullen, bei der das Komma um 12 Stellen nach rechts verschoben werden muss, damit aus Metern dann die 32 Pikometer werden. Und 9,46 mal 10 hoch 15 für 9 Milliarden 460 Billionen Meter mit 13 Nullen, bei der das Komma um 15 Stellen nach links verschoben werden muss, damit aus Metern 9,46 Billionen Kilometer werden. Zusammengefasst heißt das, dass die hinter der Basis 10 hochgestellten Exponenten minus 12 bzw. plus 15 in dieser Potenzschreibweise anzeigen, um wie viele Stellen das Komma nach links bzw. nach rechts verschoben werden muss. Das Komma hat also keine feste Position, sondern die Position gleitet je nach Zahl auf eine andere Position, daher der Begriff Gleitkommazahl. Bei den Begriffen Festkommazahl und Gleitkommazahl gibt es noch einen weiteren großen Unterschied. Nämlich die Genauigkeit und Exaktheit der Zahlen. Die Angabe einer Festkommazahl ist absolut genau und exakt. Eine Zahl 47,25 ist absolut genau und exakt. Bei der Angabe einer Gleitkommazahl ist eine absolute Exaktheit normalerweise nicht beabsichtigt und die relative Genauigkeit hängt stark mit der Anzahl der angegebenen Stellen zusammen. Was heißt das? In der Praxis könnte gesagt werden, dass es bei der Angabe von einem Lichtjahr mit einer Entfernung von 9,46 Billionen Kilometer nicht wirklich auf ein oder zwei Meter Genauigkeit ankommt. Ebenso bei den sehr kleinen Zahlen. Das Wort ungefähr in der Alltagssprache trifft es hier eigentlich ganz gut. Du sagst vermutlich auch eher, bis zum nächsten Restaurant sind es ungefähr 20 Kilometer statt exakt 19,3725 Kilometer. Also je nach Größe der Zahl wird für eine praktische Betrachtung ab- oder aufgerundet, beziehungsweise ist die Information bis zur hinterletzten Zahl für einen bestimmten Fall für das Ergebnis nicht entscheidend. So, und jetzt komme ich zu den Punkten Gleitkommazahlen im Computer. Jede Zahl besteht aus einer Anzahl von Ziffern. Zum Beispiel die Zahl 104 als Text hat drei Ziffern. So eine Ziffer ist eine Informationseinheit oder eine Information, die irgendwie gespeichert werden muss. Also die Platz zum Beispiel auf einem Speichermedium wie eine Festplatte, USB-Stick, SD-Karte oder Arbeitsspeicher braucht. Dafür gibt es dann bestimmte Größeneinheiten wie Bit, Byte, Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte, Petabyte, Exabyte, Zetabyte, Yottabyte. Und wie ihr alle wisst, ist die kleinste Einheit im Computer Bit. Und 8 Bit sind immer ein Byte. Das kann in einem Dezimalsystem mit der Basis 10 dargestellt werden, oder wie es in Computern üblich ist, mit einem Binärsystem mit der Basis 2. Die Begriffe werden im Alltag oft zwischen diesen Tabellen wild hin und her benutzt, aber eigentlich ist die Tabelle mit dem Binärsystem die richtige. Egal. So. Zahlen werden aber nicht nur als Text bzw. einzelne Ziffern mit jeweils einem Byte gespeichert, sondern in einem eigenen Zahlenformat bzw. Zahlentypen, die zum Beispiel Integer, Float und so weiter genannt werden, um Speicherplatz zu sparen. Hier ein paar Beispiele für Datentypen und Speicherbedarf. Die Begrifflichkeiten und Größen können je nach Programmiersprache etwas anders sein, aber man so als Orientierung und Übersicht zum Verständnis ist das absolut ausreichend. Für unterschiedlich große Zahlen gibt es unterschiedliche Speicherbedarfdefinitionen. So werde die Zahl 104 aus meinem Beispiel mit den insgesamt drei Ziffern als Text drei Bytes benötigen. Je größer die Zahl wird, desto mehr Ziffern hat sie und desto mehr Speicher braucht sie. Ganz logisch. Aber so verschwenderisch konnte früher sowieso nicht gearbeitet werden und heute ist das auch nicht gewollt, da die, die Datenmengen exorbitant zugenommen haben. Der Speicherbedarf hängt eng mit Effizienz zusammen. Also wie schnell ein Computer die Informationen laden und verarbeiten kann. Er muss ja im Extremfall jedes Mal jedes einzelne Byte anfassen. Beim Laden von der Festplatte in den Arbeitsspeicher oder bei Berechnungen wie Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren und so weiter. Und das ist auch jedes Mal ein eigener Arbeitsschritt mit jedem einzelnen Byte. Je weniger Arbeitsschritte gemacht werden müssen, desto schneller ist die Arbeit getan. Ganz einfach Logik. Bei mehreren Milliarden Bytes wird dann klar, warum das Zeit braucht und es sehr viel Sinn macht, jede sich bietende Vereinfachung zu nutzen. Da gibt es sowas wie Abkürzungen bzw. Einheiten wie bei Zentimeter und Meter und unterschiedliche Datentypendefinitionen wie zum Beispiel Integer bei Festkomma oder Float bei Gleitkommazahlen, um ganz einfach Speicherplatz zu sparen. Das ist ein absolut einfaches Prinzip, vergleichbar mit unserer Sprache und dem Zeitaufwand, den wir benötigen, etwas zu sagen. Stellt euch vor, es würde jemand die Ziffern von großen Zahlen nacheinander aufsagen, statt einen verkürzten und verständlichen Begriff zu benutzen. Zum Beispiel, wenn die einzelnen Ziffern von einer Billion Zentimeter nacheinander aufgesagt würden, nämlich 1, 0, 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 dann dauert das einfach wesentlich länger als einfach eine Billion Zentimeter zu sagen. Beziehungsweise ist es verständlicher und begreifbarer, 10.000 Kilometer zu sagen. Oder vielleicht das weniger im Alltag gebräuchliche 10 Megameter zu sagen. Oder in das andere extrem zu fallen und es wieder unbegreiflich in Lichtjahren auszudrücken. Also, je kleiner die einzelne Dateneinheit ist, desto schneller geht es voran. Denn auch hier gilt, Kleinvieh macht auch Mist. So, nach diesem wichtigen Hintergrundwissen, woher die Gleitkommazahlen stammen, wofür sie wirklich gut sind und wie sie gebraucht werden, komme ich zu dem Punkt, der der große und wichtige Unterschied in der Darstellung im Computer ist und natürlich was das Killer-Feature der Gleitkommazahl abgesehen von der Dynamik ist. Ihr wisst jetzt eine ganze Menge über große und kleine Zahlen und dass viele Ziffern auch viel mehr Zeit zur Verarbeitung brauchen. Daher behilft sich die Mathematik mit Abkürzungen, ich nenne sie mal Tricks, um die Verarbeitung auch im Computer effizienter zu gestalten. Beschränke mich jetzt auf die 32-Bit-Floating-Point-Definition des IEEE 754 standards Ihr erinnert euch? Wobei ich das jetzt vereinfacht darstelle. Das ist ein sogenanntes Binary 32 Single in Big Indian-Darstellung. Das sind jetzt die Bits, wie sie gespeichert werden. Und das hier ist die Formel dazu. W ist gleich V mal M mal B hoch E. Und hierbei ist V das Vorzeichen oder der Bias der Zahl plus oder minus 1. M ist die Mantisse. B ist die Basis der, des Darstellungsformats. Und E der Exponent der Zahl bzw. die Charakteristik. Zwei Dinge sind hier noch extrem wichtig zu wissen. Erstens, die Basis taucht in dieser Grafik nirgends auf. Das hat den Grund, weil die Basis in einem Computer immer 2 ist. Denn ein Bit hat nur zwei Zustände, nämlich 0 oder 1, und darauf baut der gesamte Computer auf. Da das immer der Fall ist, kann das einfach angenommen werden und damit auch eingespart werden. Zweitens, was du hier nicht siehst, aber was wieder zu den Einsparmaßnahmen gehört, ist, dass die Mantisse in im Binärsystemen immer auf 1 normalisiert wird. Das heißt, da steht dann immer 1, irgendwas. Und da immer 1 dasteht, wird die auch nicht mehr mitgespeichert, sondern einfach immer angenommen, also als vorhanden betrachtet. Das heißt jetzt, die größtmögliche Zahl mit der Basis 10 ist ungefähr 3,4 mal 10 hoch minus 38 und die kleinstmögliche Zahl mit der Basis 10 ist ungefähr 1,2 mal 10 hoch minus 38. Also Zahlen mit bis zu 38 Stellen. Jetzt kommen wir zu des Raumpudus weicher Kernseife. Und denkt immer dran, wir reden hier von einem Dynamikbereich, also wie groß der Unterschied zwischen dem leisesten Ton und dem lautesten Ton sein kann. Also wie viele Lautstärkenabstufungen zur Verfügung stehen und wir reden nicht von Lautstärke. Also nicht sowas, wie laut ich eine PA aufdrehen kann, damit den Menschen die Ohren abfallen. Vielleicht noch ein paar Beispiele für Lautstärkenangaben, damit ihr die Dynamik besser einordnen könnt. Blätterrascheln hat 10 Dezibel. Die Stille in einem Radiostudio liegt bei 20 Dezibel. Ein Atemgeräusch hat ungefähr 25 Dezibel. Ein Flüstern hat ungefähr 30 Dezibel. Eine normale Unterhaltung liegt bei ca. 60 Dezibel. Staubsauger haben ca. 70 bis 80 Dezibel. Ein Musikkonzert liegt zwischen 90 und 120 Dezibel. Ein startender Düsenchat kann in einer Entfernung von 100 Meter um die 125 Dezibel oder mehr haben. 130 Dezibel ist die Schmerzgrenze beim Menschen. Das führt dann zu Lähmung und Zerstörung der Ganglionzellen und damit zur Taubheit. Beim Ausbruch des Vulkans Krakatoa zwischen den indonesischen Inseln Sumatra und Java 1883 wurde in 160 km Entfernung eine Lautstärke von 172 Dezibel gemessen und die Schockwelle umrundete die gesamte Erde vier bis sieben Mal. 174 Dezibel ist der Gesang eines Pottwals. Sehr hohe Schallpegel ab etwa 200 Dezibel führen in der Regel unmittelbar zum Tod. Die eigentliche Todesursache ist dabei nicht die Zerstörung des Hörapparates, sondern das Platzen der Lungenbläschen durch den Druck des Schalls. Der 5 cm große Pistolenkrebs, auch Knallkrebs genannt, verursacht einen Knall bis über 200 Dezibel. 235 Dezibel ist ein Erdbeben der Stärke 5. 278 Dezibel ist die Explosion einer Atombombe. 310 Dezibel war 1908 der Tunguska-Meteor in Sibirien. Und schließlich 320 Dezibel war der Ausbruch des Vulkans Tambora in Indonesien im Jahre 1815 und das ist das lauteste je registrierte Geräusch auf der Erde. Ich hoffe, das hilft ein wenig bei der Einordnung, was absolute Lautstärke ist und welchen Bereich Dynamik abdecken kann. Für 16-Bit-Festkomma ergibt sich nach diesen Formeln eine gesamte Dynamik von 96 dBm. Für 24-Bit Festkomma ergibt sich nach diesen Formeln eine gesamte Dynamik von 144 dBm. Und für 32-Bit Floating Point ergibt sich eine gesamte Dynamik von 1528 dB aufgeteilt in 758 dB und Plus 770 Dezibel. Zusammengefasst kann gesagt werden, Festkommazahlen sind genau und exakt, werden aber ab einer bestimmten Größe ziemlich unübersichtlich und umständlich. Gleitkommazahlen sind nicht so exakt, können aber für unglaublich große und kleine Zahlen sehr gut eingesetzt werden. Beide Zahlenarten werden für die Speicherung und Verarbeitung im Computer so effizient wie möglich optimiert. 16-Bit hat einen Dynamikbereich von minus 96 dB bis 0 dB. 24-Bit hat einen Dynamikbereich von minus 144 dB bis 0 dB. 32-Bit Floating Point hat einen Dynamikbereich von minus 758 dB bis plus 770 dB. Das bedeutet zusammengenommen mit den Lautstärkenbeispielen eigentlich, dass die Dynamik bei 16-Bit mit 96 dB völlig ausreichend sein dürfte. Spätestens bei 24-Bit mit 144 dB Dynamik könnte schon bis zur endgültigen Taubheit alles abgedeckt werden. Warum braucht es also 32-Bit Floating Point mit einer Dynamik von 1528 dB? weil 32-Bit-Floating Point drei Eigenschaften statt nur einer Eigenschaft hat. Der schon erwähnte Dynamikbereich von minus 758 dB bis 770 dB, also 1528 dB insgesamt. Clipping. Die Eigenschaft, dass der Headroom über 0 dB FS von 770 dB mindestens zweimal für den nächsten großen Vulkanausbruch ausreichen würde, ohne zu klippen sofern das physische Material der Aufnahmehardware das überhaupt mitmachen kann. Und drittens, weil 32 Bit Floating Point mit riesigen Zahlen umgehen kann und somit in der DAW intern bzw. mit den Plugins mit up und down und oversampling nur absolut vernachlässigbare minimale Rundungsfehler erzeugt, die somit im Sound auch nicht als Artefakt oder Aliasing Problem auftauchen. Abschließend noch ein paar Gedanken zum Alltag und zur Nutzung. Gerade in vielen elektronischen Musikgenres ist die Dynamik bei vielen Sounds so dermaßen komprimiert, dass sie gar keine Dynamik mehr haben. Wenn sie außerdem noch gut produziert sind, dann macht es absolut keinen Unterschied zwischen 16 Bit und 24 Bit. Außer dass 24 Bit Dateien größer sind, im Prinzip dann einfach Platzverschwendung. Die bekanntesten Musikgenres, die von einer großen Dynamik Gebrauch machen, sind klassische Musik, Jazz und Filmmusik. Auch wenn deine DAW mit 32-Bit-Float arbeitet, ist es sowieso anzuraten, unter 0 dBFS zu bleiben, da der Sound ja auch irgendwann mal da raus muss. Und wenn du das von Anfang an beherzigst, dann hast du später beim Exportieren keine bösen Überraschungen. Wir reden hier ja immer noch von Dynamik und nicht von Lautstärke. Also selbst wenn du deine Tracks bei minus 40 dB mischt, kannst du immer noch zum Schluss einen Tool oder ein Utility nehmen und die Lautstärke anheben, sodass du nah an die 0 dBFS herankommst. Bei Aufnahmen ist es eigentlich immer von Vorteil in 32 Bit Float aufzunehmen. Alleine schon aus dem Grund, dass es, dass ein Clipping, also wenn der Pegel über 0 dB hinausgeht, selbst bei der Überforderung von schlechter Aufnahmehardware nicht mehr ganz so schlimm ist. Der Nachteil ist, dass natürlich wieder größere Datenmengen entstehen. Die dann aber durch die Nachbearbeitung wieder reduziert werden können. Bei 32-Bit Floating Point oder Float ist Differing absolut unnötig und sogar kontraproduktiv. Mit deinem jetzigen Wissen kannst du dir die Fragen nach dem Export von Stems oder Export für das Mastering selbst beantworten, wobei bei Mastering natürlich die optimalen Anforderungen der Mastering-Ingenieurs abgefragt werden sollten. Jetzt hast du auch ein besseres Verständnis, wie du mit den Anforderungen verschiedener Soundquellen und deren Verarbeitung im Laufe der Produktion umgehen musst. So, das war jetzt wirklich recht intensiv und es war für mich sehr viel Arbeit, das ordentlich aufzubereiten. Aber ich hoffe, es hat sich gelohnt, wenn du das nächste Mal vor der Frage 32 mit Floating Point stehst oder in eine Diskussion über dieses Thema gerätst, dass du dann das notwendige Wissen hast, um die richtigen Entscheidungen zu treffen oder bei anderen etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Bei dem Thema 32 Bit Floating Point ist viel dunkel unterwegs. Mein Name ist Odo Sendai Dukai. Danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, deinen Daumen und dein Abo und ich hoffe dich im nächsten Video wiederzusehen. Bleib gesund und rette die Zukunft. Mach's gut. Bis dann. Ciao ciao.